Jo, da bin ich wieder. Dann Nero LP. Tales of Graces F und so weiter. Ja. Im letzten Part sind wir zum Launpil gegangen und haben ein unbekanntes Mädchen auf einer Blumenwiese gefunden. Ja, und Espel und Hubert wollen diese erstmal nach Hause bringen, um zu gucken, ob sie sich vielleicht da an irgendetwas erinnert. Aber vorher. Na, komm! Oh, schnelle Schritte. Ja. Das müsste man eigentlich schon im letzten Part alles gesehen haben. Schnellschritte sind eigentlich nur das hier. Ich drücke einfach viel, bewege mich irgendwo hin. Der Gegner hat überhaupt keine Ahnung mehr, was los ist. Was mich so in so ein super Tempo hier bewegt. Geil war. Ja, die Seitenschritte wird man auch verdammt oft benutzen müssen, um überhaupt richtig kämpfen zu können. Ey, gehst du weg von der? Naja, hat man halt schon gesehen, letzte Part. Die kann heilen. Ist ja geil. Das heißt, wir müssen keine Apfelkumpel und so benutzen. Mal angreifen. Na, man nicht ein bisschen auf, Hubert. Schnellschritte, ja. Ja, man kann den linken Analogstick auch leicht drücken, dann kann man auch Schnellschritte machen, aber wozu, wenn man vier drücken kann? So, nächster Kampf. Komm her, du Bieber. Ich wollte schon Hornio sagen, mein Gott. Aber bin ich doch voll der Pokémon-Experte. Man kann auch irgendwie einstellen, die einen eher halt, aber bis jetzt ist das noch nicht nötig. Ich versuche auch jeden Kampf hier nicht zu umgehen, weil ich spiele auf schwer. Hallo. Ich habe Bock abzukacken. Also auf ein paar Kämpfe müsst ihr euch schon einstellen. Die sind doch gut anzusehen. Also, ja, habe ich jetzt natürlich intelligent weggedrückt. Die haben jetzt beim Titel eine neue Fertigkeit aufgelevelt. Und zwar Präzision plus 3. Ja, ausweichen und sie ausweichen. Ja, jetzt brauchen die nur noch ein paar Erfahrungspunkte, um ihre dritten Fähigkeiten hier zu lernen. Geil, wa? Ja, und so levelt man einfach nur die Titel auf. So, wo ist der letzte Gegner? Hier sind normalerweise 3. Du, hey, komm her. Verwende R1 und den linken Analogstick, um das Ziel zu wechseln. Ja, wenn wir 1 drücken, dann passiert nichts. Aber wenn wir dann den Controls drücken, dann können wir die Ziele wechseln. Und wenn wir X drücken, dann können wir die sogar analysieren. Das war jetzt überhaupt nicht beabsichtigt. Voll süß sehen die aus. Nur unsere kleinen Kinderchen hier. Der mit gestecktem Schwert als kaputt knüppelt. Oder Hubert, der mit 2 Ästen immer noch kämpft. Wie wäre es ja ausgedrückt? Ich meine Japan, okay, aber. Ja, passt ja. Aber der finale Endboss wird, glaube ich, ein bisschen dumm gucken, wenn wir mit 2 Stücken anlatschen. Ja. Wie gesagt, auf ein paar Kämpfe müsst ihr euch schon einstellen, aber eben da, wie gesagt, gut anzusehen. Halte L1 zu einem beliebigen Zeitpunkt außerhalb von Schlachten, um Navigationshilfen aufzurufen. Sie sagt dir, wo du als nächstes hingehen sollst und zeigt dir Straßen, Schauplätze, Einrichtungen etc. in der Nähe an. Also das ist hier sozusagen so eine Art Navi. Wenn ich L1 drücke, dann sehe ich, wo ich von irgendeiner Kreuzung her als nächstes hinkomme. Also so für ganz Bescheuerte wie mich ist das perfekt, aber ich werde sowieso noch, werde mich noch ein paar Mal verirren, auch mit dem Ding. Tippe R1 an, um den nächsten Feind anzuvisieren. Jo. Wenn ich einmal ganz kurz R1 drücke, dann wird immer der nächste Feind anvisiert. Hier und hier und hier. Geil war. Und irgendwie will ich nicht kämpfen, die sehen so süß aus. Wie so kleine Babypflanzen. Zwiebel-Dinger. Keine Ahnung. Süßes Zeug halt. Oh, komm her. Ich hab dir erst mein Glock mit meinem Glock an. Notre Dame Angriff. A-Arztgrundlagen. Angriffsarzt oder A-Arzt sind deine grundlegenden Arzt für den Angriff. Drückst du durchgehend Kreuz, erhöhen sich Klasse und SK-Kosten der von dir eingesetzten A-Arzt von 1 SK auf 2 SK, 3 SK und schließlich 4 SK. Jo. Das ist natürlich jetzt richtiges
Fachchinesisch gewesen für Leute, die halt überhaupt nicht kennen, aber das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. So, ich drücke mal Dreieck während des Kampfes, dann kommt hier das Menü. Und dann gehe ich mal hier auf Arts. Ja, das kann ich jetzt so erklären. Ja, und hier, das sieht auch sehr viel komplizierter aus, als es eigentlich ist. Aber einfach ausgedrückt heißt das hier nur immer, zeigt das hier nur an, welcher Angriff immer als nächstes eingesetzt wird. Wenn ich zum Beispiel nur X drücke, egal welche Richtung ich den halte, oder wenn ich nur X drücke, dann wird dieser Angriff eingesetzt. Das ist bei jedem so. Und der zweite Angriff wird dadurch ausgewählt, wo ich den Control Stick hinbewege. Da sieht man auch ganz links, dass hier das oben und unten blinkt auf der ganz linken Seite. Hier ist zum Beispiel nichts, das heißt, wenn ich ein X und X drücke, dann wird erst der Angriff und der Angriff eingesetzt. Wenn ich oben und unten und X drücke, dann wird der Angriff und dann der Angriff eingesetzt. Und so weiter und so fort. Ja, und die kosten dann natürlich immer alle SK. Ein SK kostet der erste Angriff. Danach kommt nochmal 2 SK, also insgesamt 3 SK. Und dann nochmal 3 SK und am Ende sogar noch 4 SK. Also insgesamt 10 SK braucht man, um eine ganze Kombo hier einsetzen zu müssen, wenn ich mich nicht irre. Aber da unsere Charaktere ja nur, wenn man hier unten auf die Porträts guckt, nur 4, 5 und 4 SK haben, dann kann man auch dementsprechend nicht sehr viel machen. So, da war hier so ein kleiner Schnellkurs in Art. Da kann ich auch mal hier zeigen. Jetzt hätte ich zum Beispiel Haha. Und wenn ich jetzt oben unten drücke, setze ich den Angriff ein. Ja, und am Ende sogar den Angriff. Die kann man noch belieben aneinander rein. Man kann so zum Beispiel erst nur X, dann oben und dann links und rechts und was weiß ich alles drücken. Also man kann alle möglichen Kombos hier an Ketten. Espel hat Tornado klingen erlernt und Jumat hat Vitalität erlernt. Ja, das habe ich jetzt gerade alles erklärt. Ich habe jetzt keinen Bock, dort nochmal zu erklären. So. So, hier mein Speicherpunkt und Funkelfinder. Weiteres gibt. Sparkly things on the ground. If you search around those, you sometimes find really cool stuff. Why are they there? I don't know. I'm sure people accidentally dropped them. We should be careful not to make the same mistake. Especially you, big brother. Ja, und wir nehmen sie natürlich aus Versehen mit. But that's it's because you're always. Ja. Apropos glitzernde Dinger. Normalerweise liegen auch hier so glitzernde Dinger am Boden, aber hier liegt noch gar nichts. Aber darauf gehe ich eher ein, wenn wir mal so ein glitzerndes Ding auch wirklich sehen. Nicht so wie das Mädel hier, das hier irgendwelche Sachen sieht, von denen wir keine Ahnung haben und die wahrscheinlich hier voller Hai ist und was weiß ich. Egal, wir sind in Lawrence. Du hast doch die Blume, setz sie auch ein. Jetzt können wir wegrennen, los. Oh, lauf sie zu reden. Verdammt niedrige Ausdauer. Ich bin eine Hardcore-Zockerin. See, what did I tell you? Here, hop on.
I promise I'll try to be more careful this time. That's all right. I can walk on my own. Hey, where did that girl go? What girl? Huh? Why is she still back there? Sie beobachtet uns von Weitem. Right. Ist irgendwie gruselig. Hey, so why didn't you follow us? That girl told us not to move. Asta, who is this girl? I don't know. We found her on the hill and brought her back here. Ob sie auch Platz machen kann, wenn wir es ihr sagen? She seems a little older than me. So, is this the kind of girl Aspel likes? Come on, Sharia. Don't stare at her like that. You two should try to be friends. Oh, I was wondering, what's with the flower you're holding, Aspel? Huh? Wow, it's just beautiful. How lovely. So did you bring this flower back for me? Actually, I, Yeah. Just say it for her. It'll make her feel better. Man sagt nicht, dass ich dir das gesagt habe. Something like that. Oh, Aspel. Well, since you were kind enough to bring me a flower, I guess I can forgive you just this once. This is a Silpheria, isn't it? They don't normally bloom this time of year. I guess the stories about that place are true. Yeah, the hill had flowers blooming all over the place. Aww. That one little flower sure is making her happy, huh, Aspel? Happy? Oh, you're giving me one too? Thank you. That was really nice of you. Happy. Ertrink in Glücklichkeit. We asked her the same thing earlier, but she doesn't know. We think she might have amnesia. What? Oh my gosh, that's terrible. We were hoping she'd remember something if we brought her into town. Well, has seeing the town helped you with your memory at all? Guess not. Maybe we should try asking around or something. Oh, maybe we should go and ask my grandpa. He knows pretty much everyone around here, you know? Oh, good idea. I bet Frederick would know something. Let's head back to our place. Nein, wir haben die Blume verloren. Oh Gott. Schau, ich begleite dich nun. Und wir sind in Lahn, das stürmische Grenzland. Sie ist nur ein Gastcharakter, okay. Jo. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ich könnte ja schon mal abrupt den Part beenden. Und mit irgendjemandem hier reden. Wie wär's mit dir? Die freundlichen Augen des sanftmütigen Huhns scheinen dir etwas sagen zu wollen. Wenn du es leicht nehmen willst, so wie ich, halte beim Laufen einfach Kreis, Gold. Es ist ganz einfach. Ja. Ich habe zwar noch nie so ein Hühnchen gehört, aber naja. Ich würde dann sagen, ich beende schon mal hier den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.